Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Yikes, Monka, es try, Leute, Moimix hier, mega peace, lol. What? What the fuck? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bevor das Video losgeht, ich spiele eigentlich gar kein RDW mehr. Und deswegen werde ich jetzt auch vielleicht noch so ein paar Videos machen, wo ich halt dann halt die Waffen verschenke und sowas. Also jetzt wie diesem Video, bla bla bla, Prozent schaffen es nicht. Und dann hier einfach nochmal ein paar Waffen, die könnt ihr alle gewinnen. Dazu müsst ihr einfach nur Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und ein nettes Kommentar schreiben. Die werde ich dann einfach im Livestream verlosen. Ich grüße einmal noch einen aus dem letzten Video. CJ, Digga, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Er schreibt Hashtag Ehrenmann, feier dich übelst, kannst du mich im nächsten Video grüßen. Grüße gehen raus an dich. Wenn ihr auch im nächsten Video gegrüßt werden wollt, müsst ihr einfach nur, wenn das Video online kommt, eines der ersten 30 Kommentare sein. Sprich, ihr müsst halt Abonnent sein und die Glocke aktivieren, damit ihr es halt nicht verpasst. Dann müsst ihr einer der ersten 30 Kommentare sein und das schafft ihr halt am besten, wie gesagt, wenn ihr die Glocke aktiviert. Weil dann seid ihr immer sofort, werdet ihr benachrichtigt, wenn ein neues Video rauskommt. Dann werdet ihr vielleicht im nächsten Video auch gegrüßt. So, Jungs. Und zwar, es sieht so aus. Ihr kennt ja die ganzen alten Videos mit dem Wasserstrudel da unten oder wie auch immer das heißt. In diesem Video ist es so, ich erkläre euch das einmal und zeige es euch. Ah! Fettfinger sein Onkel. So. Die werden hier drin spawnen. Dann warte ich, bis einer reinkommt. Vielleicht mache ich das auch mit mehreren, mal gucken, aber ich glaube einer reicht. Vielleicht auch mit mehreren gleichzeitig, mal schauen, wie das so ist. Dann werde ich hier die Tür rein bearbeiten, dann sage ich, folgt mir mal. Dann werden die mir folgen und hier runterlaufen. Und diese Tür werden sie nicht beachten. Die sieht man nicht. Also da wird keiner, man wird ja nicht, wenn man hier runterläuft, einmal so nach hinten gucken. Ja, wie gesagt, sage ich denen dann halt, folgt mir mal. So, dann geht's hier runter. Und hier unter uns, Jungs, wir laufen gerade schon über ein Labyrinth. Papp. Werde ich sagen, sie sollen hier stehen bleiben. Und hier ist ein Labyrinth, Jungs. Mit Hindernissen, mit Lava, dann wird man manchmal auch hochgesprudelt vom Wasserstrahl. Und wenn sie durch das Labyrinth kommen, kriegen sie dann eine Totengräber geschenkt. Wenn sie durchkommen, eine 130er Totengräber kriegen sie dann geschenkt. Und dann kann ich euch zum Beispiel einmal, schmalz dein Onkel, Mann! Man kann zum Beispiel jetzt, wenn sie die linke Tür wählen, geht man hier durch und so. Und dann ist hier schon das erste Hindernis. Ich wäre gerade selber fast reingefallen. Dann fällt man hier zum Beispiel in Lava und so weiter und Co. Der richtige Weg, ich zeige ihn euch jetzt einmal, weil ich will euch jetzt nicht alle Hindernisse zeigen. Hier kommt man zum Beispiel gar nicht durch. Glaube ich. Egal, ich will jetzt nicht ausprobieren, sonst fahre ich da auch noch in die Lava. Der richtige Weg ist hier lang. Dann einmal ganz außen lang. Dann einmal... Oh, Psych, warte, ich weiß gar nicht mehr, wo der richtige Weg ist. Das ist der richtige Weg. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, wo man lang gehen kann. Dann sieht man, ah, da kann ich durch, Digga. Dann will man hier. Und dann, ja. Psych, ist man halt rausgefallen. Und wenn man rausfällt, dann hat man halt verloren. Man darf die Waffe, die da drinnen dann liegen wird, nicht mehr nehmen. Wenn man es aber schafft, hier durchzukommen, zum Beispiel hiermit, kann man einfach durchgehen und so weiter. Dann werde ich hier ein Tor reinmachen und dann können sie da rein. Aber die Leute, die dann natürlich keinen Decker haben, das wäre dann natürlich unfair, weil die dann nicht an die Waffe kommen können. Weil ohne Entdecker geht das ja wahrscheinlich nicht. Ja, ich werde denen nur sagen, ja, ihr könnt jetzt anfangen. Die können dann wieder hier hochgehen und dann einfach hier raus, papp, 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 da runter und dann da reinspringen halt. Und damit man das machen kann, fällt mir gerade nochmal ein, muss ich hier eine Treppe hochbauen. Lul, total vergessen. So, kann man dann geht man hier wieder hoch. Bam. Bam. Und dann kann man da einfach zurückgehen und dann da runter und dann die Waffe nehmen. Genau, Jungs, das ist es eigentlich. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Like und ein... Hä? Wie kann ich nicht auch öffentlich stellen? Hä? Hä? Ja, egal. Dann lade ich halt ein paar Leute ein. 2000 Jahre später. So, wir sind voll. Baron 5117, Banana 786. Und Berkay. Hallo? Hallo? Hallo, bleib noch einmal bitte oben im Raum. Ja, okay. So. Baron ist drin, jetzt müssen wir nur noch auf Berkay. Du hast einen Freund mitgebracht. Berkay. Über das Außenpostenkonsolenmenü kannst du Besuchern Bau- und Ernteerlaubnis erteilen. Warum redet die Figur die ganze Zeit mal? So. Berkay, bist du da? Ja.
bin auch da. Strammes Ding. Kommt einmal alle mit, Berkay, du auch. So, einmal alle mitkommen, Jungs. Einmal alle folgen. Hier runter. So, dann geht's hier lang. So, einfach alle, einmal alle mitkommen. Wenn ihr runterspringt, werdet ihr durch ein Labyrinth geleitet, habt viele Hindernisse und alles. Es ist egal, wie ihr an die Waffe kommt, es ist egal, welchen Weg ihr benutzt. Ihr könnt also, egal wie, an die Waffe kommen. Eine 130er Totengräber werde ich auf die Map legen. Ihr könnt ja dann auf der Karte oben ungefähr sehen, wo die ist. Und so weiter. Wenn ihr es schafft, die Waffe zu finden, dürft ihr sie halt behalten. Es ist egal, wie ihr an die Waffe kommt. Es ist egal, wo ihr lang geht. Okay. Es geht los. Ola, hier ist eine Tür. Ich würde sagen, wir verfolgen hier einfach mal, wer hier ganz vorne ist. Achso, ja, die Waffe muss ich noch hinlegen. Lul, bin ich aber auch ein Dulli. So. Habe ich die nicht gerade da reingelegt? So, ja, einer ist schon in die Lava gefallen. Let's go. Let's go, Jungs. Also, was ist jetzt? Ja, jetzt bist du raus. Du bist raus. Ist noch irgendeiner schon in die Lava gefallen? Auf ganz ehrige... Ja, ja, Baron. Okay, Berkay. Nur noch Berkay ist am Überleben. Ja, jetzt muss ich hier... Jetzt musst du auf safe gehen, Junge. Es gibt zwei Wege, die Waffe zu kriegen. Total einfach ist das eigentlich. Warte, ich komme einmal hoch zu euch, Jungs, und dann zeige ich euch. Okay. Also einmal, Jungs, ihr seid hier lang gelaufen und dann wart ihr ja unten, richtig? Habe ich gesagt, ja. Es ist egal, wie ihr an die Waffe kommt. Es ist egal, welchen Weg ihr benutzt. Ihr hättet einfach zurücklaufen können, hier raus und einfach zur Waffe laufen können. So, das ist der eine Weg. Aber ihr könntet aber auch... nicht durchgehen, das ist um. Wie durchgehen? Man könnte da doch jetzt hier doch so. Ja, klar, darfst du ja. Ich hab ja. Du darfst sogar. Darfst du auch die Waffe? Hättest du die Waffe nehmen dürfen? Ich hab ja nicht gesagt, dass du es nicht darfst. Ich schenk dir was. Nein, nein, gleich. Erstmal. Ich möchte nichts geschenkt. Behalt. Behalt selber zum Trailer. Alles gut, behalt selber. Also, ich zeige euch einmal noch einen Weg, der durchs Labyrinth führte. Dann geht ihr runter und folgt mir einfach mal alle. Lauft immer hinterher. Geht man hier lang. Ah, zeig, falscher Weg. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Ah, nee, doch. Zeig! Falscher Weg wieder. Achtung, einmal zurück. So. Dann einmal hier. 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 Und dann ist man ja hier. Dann geht man nach hier. Hier. Und jetzt, Jungs, wäre hier das erste Hindernis. Ihr habt jetzt alle... Okay. Warte. Wir machen jetzt eine Frage. Stopp. Ja, okay, du schon nicht mehr. Ja, du auch nicht mehr. Okay, dann seid ihr beide... Nein, ich bin noch hier. Ach, Bruder. Ja, aber ich wollte eigentlich gerade eine Frage stellen. Wer eine Zahl... Ja, ich wollte zwischen 0 und 10. Egal, scheiß drauf, Digga. Dann kriegt jetzt einfach alle eine Waffe, weil ich gerade gut gelaunt bin und ich brauche die Waffen sowieso nicht mehr. So. Wer hat das noch nicht ausprobiert? Wer war der Einzige, der noch nicht ausprobiert hat? Ich denn. Wer ist ich? Berkay? Also, ich... Was denn? Was ausprobiert? Also, hier... Banana? Du bist nicht da durchgegangen? Ganz ehrlich? Ich okay. Nicht. Banana, dann kriegst du die 106er. Ich und Berkay, wir sind in der anderen Tür gegangen, ne Berkay? Nein, ich meine, wer von euch ist hier durchgegangen? Weil ich wollte ja eigentlich eine Fragestellung machen. Nee, ich nicht. Warum? Ich nicht. Also, ich bin da nicht durchgegangen. Doch, ich bin nicht wirklich Powerspringer durchgegangen. Hab ich nicht versucht. Also... Bruder, wer ist hier stehen geblieben? Ich. Das war ich. Es können ja nicht zwei sein. Hey, ich war hier. Doch, alle beide. Ja, aber zwei sind ja hier reingelaufen. Zwei sind doch hier reingelaufen. Ich war hier so und dann bin ich wieder nach hinten. Aber warst du im Wasserstrahl? Warst du im Wasserstrahl? Ich hab die ganze Zeit hier gewartet. Hä? Bin ich hochgeflogen. Jungs, ihr wisst schon, ich kann mir das gleich im Replay einfach angucken, ne? Also wer, ja, es ist egal, ob ihr hochgeflogen seid, egal, ob ihr mit Entdecker durchgegangen seid, ich will nur wissen, wer hier stehen geblieben ist und nicht da durchgegangen ist.
Ich war einmal hier, aber ich bin wieder zurückgegangen. Also ich wurde hier so. Also ich bin durchgegangen. Wer hat gesagt, er ist durchgegangen? Wer hat gesagt, er ist durchgegangen? Baron? Du? Ja. Gut, Digga, du bist schon mal ein Ehrenmann, dass du das sagst, aber einer von euch lügt jetzt hier. Einer von euch ist auch durchgegangen. Ich nicht. Du kannst dir Replay angucken. Ich stand hier. Ey, Dings, Inside Unit, ich war hier so und dann wurde ich wieder zurückgeschleudert. Ja, okay. Das zählt halt auch nicht. So, okay. Banana, ich stand hier. Du bist ganz ruhig geblieben, deswegen kriegst du die 106er. Ja, du darfst sie aufnehmen. Jetzt, eigentlich wollte ich einen 130er, aber ich habe irgendwie keine mehr. Keine Ahnung, warum. Ach, die sind im Lager. Egal, scheiß drauf. Und jetzt kriegt ihr beide beide den 106er. Kürbiswerfer. Danke. So. Okay, gönnt euch. Okay, Jungs, ich kick euch dann einmal und lasse dann wieder neue rein. Und by the way, Jungs, guckt einmal alle bei Zertanix vorbei. Warte, ich schenk dir was, What? Go.